Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Was ich in den nächsten Minuten machen möchte, das ist der Versuch einer Standortbestimmung. Was ist eigentlich der Stand der Krisenentwicklung? Was hat sich seit, oder wo sind wir angekommen seit 2007, 2008? Und dann werde ich versuchen aufzuschlüsseln, ja, wie die europäischen Eliten zurzeit agieren und die Europäische Union und die Eurozone transformieren. Zunächst einmal möchte ich starten mit der Feststellung, dass die Finanzkrise 2007-2008 zu sehr, sehr tiefen Erschütterungen geführt hat im institutionellen System der Europäischen Union, der Eurozone, aber durchaus auch gesellschaftspolitisch. Mein Eindruck ist, dass seit 2007, 2008 der Neoliberalismus sich radikalisiert bzw. zu sich selbst findet und der sozialdarwinistische Gehalt des Neoliberalismus immer stärker freigelegt wird. Das heißt, der Kampf aller gegen alle, das wird immer stärker sichtbarer und spürbarer. Und der Handlungskorridor der Institutionen wird meines Erachtens immer stärker verengt, diesen Kampf aller gegen aller zu schüren, anstatt Lösungen zu entwickeln, wie eine soziale Vergesellschaftung stattfinden kann. Und wie erschüttert diese Institutionen sind, beziehungsweise wie eingeengt der Handlungskorridor ist, der Institution, finde ich, sieht man insbesondere an zwei Krisenmomenten. Wenn man sich nochmal vor Augen führt, was da in Griechenland passiert ist, die griechische Ökonomie hat einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union von 1,5%. Das ist eigentlich lächerlich wenig und trotzdem hat diese Volkswirtschaft die Institutionen so aus der Bahn geschleudert, sage ich jetzt mal flapsig, hat für so viel hektischen Aktivismus geführt, obwohl der Anteil nicht so gering ist und mit einem anderen Instrumentenkasten ganz anders damit umgegangen werden konnte. Und auch wenn man sich jetzt anschaut, wie die sogenannte Flüchtlingskrise verhandelt wird, ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. Also es gibt ungefähr 514 Millionen Unionsbürger und das, was an Geflüchteten hinzugekommen ist im letzten Jahr, das entspricht ungefähr 0,2%. Und trotzdem ist es so, dass hektisch ein Gipfel den anderen jagt in Brüssel und viele warnen, dass diese sogenannte Flüchtlingskrise die Europäische Union zerreißen könnte. Und daran, finde ich, kann man sehen, wie der Handlungskorridor der Institution zwischen eingeengt ist. Ich denke auch, dass wir uns mit dieser Finanzkrise, der Eurozonenkrise, inzwischen in einer anderen Phase des Neoliberalismus befinden, als zum Beispiel zum Gründungszeitpunkt von ATTAC. ATTAC wurde ja 1999 in Deutschland aus der Taufe gehoben und der vorherrschende Neoliberalismus war der ins Gerhard Schröders, Tony Blairs, Bill Clintons. Und ich denke, dass der Neoliberalismus, den wir jetzt haben, unter anderen Vorzeichen zu sehen ist, nämlich ein zunehmend autoritärer Neoliberalismus, es beginnt sich etwas anderes zu verdichten, ein anderes gesellschaftspolitisches Modell. Es ist nicht mehr der Neoliberalismus, der vor allen Dingen wirtschaftsliberal ist und durchaus noch gewisse gesellschaftspolitisch liberale Anteile hat. Das beginnt zunehmend zu erodieren und das spiegelt sich, denke ich, auch darin wider, dass die treibenden oppositionellen Kräfte in den Kernländern der Europäischen Union nicht links von den Regierenden stehen, sondern im Wesentlichen rechts. Und ich finde, das kann man in der Bundesrepublik sehr, sehr gut sehen, dass sozusagen Pegida
die treibende Kraft ist, was die Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse angeht. Und es ist eben nicht zum Beispiel der Anti-TTIP-Widerstand mit seinen 200.000 plus x Leuten in Berlin. In so einer Situation befinden wir uns. Und mein Eindruck ist auch, dass das Handeln der Regierungen zunehmend weniger ausgerichtet ist auf langfristige gesellschaftliche Gestaltung, sodass die sehr stark, und hier zitiere ich Peter Weide, der drüben schon sitzt, auf Sicht fahren und dass, die Einschränkung des Handlungskorridors der Eliten auch etwas Wahnhaftes teilweise produziert. Ich habe nochmal so ein Zitat von Sigmar Gabriel rausgesucht aus dem Sommer 2015 über Syriza, der da sagte: Wir lassen uns nicht von Syriza erpressen. Wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen. Also da finde ich, sieht man ganz klar so eine Verrohung des Diskurses, aber durchaus auch etwas Wahnhaftes, was dahinter steckt. Und ich würde nicht sagen, dass er das jetzt nur so taktisch gesagt hat, um am rechten Rand zu fischen, sondern dass die Eliten auch durchaus sich in solchen Mindsets inzwischen bewegen. Renate, du hast ja vorhin von Feminismus gesprochen, also ich werde jetzt hier leider keine feministische Ökonomie entwickeln, aber dieses Zitat finde ich auch nochmal ganz interessant, weil Gabriel da von deutschen Arbeitnehmern und ihren Familien spricht. Das ist eigentlich auch sehr sprechend, was er für ein Gesellschaft, Familienbild oder ja, Gesellschaftsbild da im Kopf hat. Wenn wir uns die wirtschaftliche Entwicklung einmal anschauen, seit 2007, 2008, wie wurde umgegangen mit den Krisen? Nun, es gab die Bankenrettungsprogramme nach 2008, es gab erst mal 2009 einige kleinere Konjunkturpakete, die allerdings sehr, sehr schnell wieder eingestampft wurden, zum Teil sofort dann gestoppt wurden, nachdem sie in Anschlag gebracht wurden. Und was dann begann, ist diese Phase der Durchsetzung von Austeritätspolitik. Und diese Austeritätspolitik steht aber nicht alleine, sondern wurde ergänzt durch eine Politik der Zentralbanken, auch der Europäischen Zentralbank, von sehr, sehr niedrigen Zinsen, Nullzinsen, teilweise negativen Zinsen, plus inzwischen bei der Fed in den USA etwas früher, inzwischen aber auch massiv bei der Europäischen Zentralbank durch Quantitative Easing, also sprich das Fluten der Märkte mit billigem Geld. Im Fall der EZB, der Europäischen Zentralbank, sind es 60 Milliarden pro Monat, die in die Märkte hineingespült werden, indem Anleihen, und also Staatsanleihen und sonstige Anleihen aufgekauft werden. Und dieses Programm ist auch nochmal verlängert worden, mindestens bis zum März 2017. Und das ist ja erstaunlich, dass trotz dieser ungeheuren Flut billigen Geldes, trotz dieser niedrigen Zinsen, die Geldmenge ist enorm ausgeweitet worden, dass die meisten Ökonomien stagnieren bzw. teilweise sogar in die Rezession hineingerutscht sind. Eigentlich sollte man ja annehmen, wenn viel billiges Geld da ist, dass Ökonomien beginnen zu wachsen, dass viele Kredite verteilt werden. Das alles passiert nicht. Was aber passiert ist in den letzten Jahren, Monaten, ist, dass die Aktienpreise durch die Decke gegangen sind, dass insgesamt die Preise von Finanzanlagen zugenommen haben. Das heißt, das ganze Geld, was in die Märkte hineingespült wird, das bleibt in den Finanzmärkten und fließt nicht, wenn man das so schematisch sagen möchte, in die sogenannte Realwirtschaft hinein. Das heißt, es ist eine doppelte Bewegung, die stattfindet. Auf der einen Seite werden die Ökonomien erdrosselt, dadurch, dass Austeritätspolitik gemacht wird, die öffentlichen Ausgaben zurückgedrängt werden, Druck ausgeübt wird auf die Löhne. Also die eine Hand der EZB verfolgt zum Beispiel als Teil der Troika genau diese Politik, die Realwirtschaft unter Druck zu setzen. Und auf der anderen Seite wird Geld in enormen Mengen in die Finanzmärkte hineingepumpt.
Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Politik für die Banken, für das Schattenbankensystem. Durch die Austeritätspolitik ist ihnen garantiert, dass die Zinsen niedrig bleiben oder bei Null sind. Und dann gibt es eben noch zusätzliche Gelder, die in die Märkte gespült werden. Das heißt, also diese beiden Dinge hängen durchaus zusammen. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass dieses ganze Geld unmittelbar in die Realwirtschaft hineinfließen würde und die Zinsen zügig dann steigen würden, dann hätten die ganzen Banken, die Schattenbanken, ein enormes Problem. Das heißt, diese Politik ist eben ausgerichtet auf die Rettung, Stabilisierung, Aufblähung des Finanzsektors. Und die meisten von euch werden sicherlich verfolgt haben, dass Oxfam zum World Economic Forum Davos Zahlen vorgelegt hat, dass inzwischen 62, wie auch immer, es spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle, vielleicht sind es auch 1000, aber eine ganz kleine Zahl von Superreichen inzwischen mehr besitzt als der Rest der Weltbevölkerung. Und genau diese Politik des Auseinanderklaffens, der Schere von Arm und Reich, des Verstärken des Auseinanderklaffens, wird durch diese Politik ermöglicht. Alles Gerede, dass Märkte effizient sind, dass die Finanzmärkte wichtig sind für die Realwirtschaft, das ist alles purer Unsinn. Es sind im Moment die Zentralbanken, die zentralen Motoren sind der Weltwirtschaft und die wesentlich die Parameter setzen, wie sich die Ökonomien entwickeln, wie sich die Finanzmärkte entwickeln. Und die Situation ist sogar so absurd, dass wenn schlechte ökonomische Zahlen geliefert wurden im Laufe der letzten Jahre, dass teilweise dann die Aktienkurse angezogen haben, weil klar war, dass die Zentralbanken darauf mit weiteren Zinssenkungen bzw. mit noch mehr Quantitative Easing, also des weiteren Hineinspülens von Geldern in die Märkte reagieren werden. Also eine ganz absurde Konstellation, die mit dem, was in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern da geschildert wird, gar nichts mehr zu tun hat. Also die Banker wissen, wenn die Volkswirtschaften stottern, dann gibt es viel billiges Geld und das ist gut für ihre Kurse. Zentral ist also, dass die Austeritätspolitik erhalten bleibt, weiter durchgesetzt wird. Und das passiert in der Europäischen Union unter anderem, also zum einen über das Troika-System, jetzt Quadriga, im Fall von Griechenland ist auch der ESM, dieser Rettungsschirm, mit dabei, neben Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalen Währungsfonds. Also es gibt eben dieses Troika-Programm für die Krisenstaaten und es gibt die sogenannte neue Economic Governance, das heißt eine neue ökonomische Regierungsführung, die in der Europäischen Union und der Eurozone durchgesetzt wurde seit 2010. Kurzer Sprung nochmal ins Jahr 2010. 2010 begann diese spezifische Phase dieser Krise, eben die Eurozonenkrise. Und die Reaktion der politischen Institutionen darauf war erstmal nicht klar, was da wirklich passieren wird. Aber sie haben eben zügig erkannt, dass diese Krisenkonstellation mit hohen Zinsen auf Staatsanleihen in Krisenländern sich dafür eignet, Austeritätspolitik durchzusetzen und die Machtverhältnisse in den einzelnen Staaten zu verändern und in der Eurozone und EU insgesamt, und zwar die Machtverhältnisse so zu verändern, eben dass die unteren Schichten belastet werden durch Sozialabbau, durch Lohnkürzungen, durch Rentenkürzungen etc., durch Privatisierung und eben für verbesserte Investitionsbedingungen für Unternehmen zu sorgen, sprich Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, wie es so schön heißt. Und diese Chance war für die Herrschenden in der EU ein Geschenk. Warum das? Weil sie im Jahre 2000 eine Agenda beschlossen hatten, die Agenda von Lissabon.
die dazu führen sollte, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union gestärkt wird und die Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Weltwirtschaft werden sollte bis zum Jahr 2010. Deshalb heißt die Agenda 2010 von Gerhard Schröder auch Agenda 2010, weil genau dieser Zeitraum oder das, was da passiert ist mit der Agenda 2010, das war, was in dem Lissabon-Programm drin stand, nämlich die Umgestaltung der sozialen Sicherungssysteme. Und diese Agenda von Lissabon sollte überall durchgesetzt werden, das hat aber nirgendwo funktioniert, außer in Deutschland. Da hat es eben rot-grün durchgesetzt. In den anderen Ländern haben die Leute sich gewehrt dagegen, in Frankreich, in Spanien etc. etc. Und durch die Eurozonenkrise gab es dann die Chance, das umzusetzen, was in dieser Agenda stand, also insbesondere an der europäischen Peripherie. Und das ist dann eben auch auf radikale Art und Weise tatsächlich passiert. Wie gesagt, das war aber nicht genug, sondern man sollte nicht nur das Troika-System haben für die Länder der Peripherie, sondern auch für die gesamte Eurozone, für die gesamte EU neue Regeln schaffen, sozusagen Troika für alle. Und das wurde durch verschiedene Projekte auch gemacht. Ich werde die nur ganz kurz aufzählen, jetzt nicht im Einzelnen erklären. Es wurde eingeführt ein europäisches Semester. Da geht es darum, dass die Haushalte der Mitgliedstaaten von der Kommission geprüft werden, bevor die Haushaltsentwürfe von den Ministerien in die jeweiligen nationalen Parlamentsausschüsse hineinkommen. Da wird eben mit verschiedenen Empfehlungen dann gearbeitet. Es wurde ein sogenanntes Sixpack verabschiedet, ein Two-Pack, ein Euro-Plus-Pakt. Alles Pakte, die dafür sorgen sollen, dass auf der einen Seite die öffentlichen Ausgaben kontrolliert werden, zurückgedrängt werden, plus dass eine Wirtschaftspolitik gemacht wird, die eben auf mehr Wettbewerbsfähigkeit zielt. Ein wichtiges Vertragswerk möchte ich nur noch kurz erwähnen, und zwar den Fiskalpakt. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen davon schon gehört. Das war ein deutscher Vorstoß mit dem Ziel, die Schuldenbremse, die es inzwischen in der deutschen Verfassung gibt, plus in allen Landesverfassungen auf europäische Ebene zu übertragen. Es wurde auch durchgesetzt im Jahr 2012. Das heißt, es gibt jetzt in allen Ländern diese Form von Schuldenbremse, die nicht zum Ziel hat, die Schulden zu bremsen, sondern die öffentlichen Ausgaben zurückzudrängen, um damit die Handlungsfähigkeit von Regierungen und Parlamenten einzuschränken. Und dieses System der neuen Economic Governance schränkt eben die Handlungskorridore von Regierungen der Mitgliedstaaten und auch der Parlamente sehr, sehr massiv ein. Das Ganze möchte ich nochmal charakterisieren, was eben passiert ist im Zuge der Eurozonenkrise. Es wurden neue Institutionen geschaffen, die teilweise sich außerhalb der europäischen Verträge bewegen, wie zum Beispiel der Fiskalpakt. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der also mit dem europäischen Rechtssystem so erstmal gar nichts zu tun hat. Quasi ein Völkerrecht des Notstandes wurde damit geschaffen. Es gab und gibt eine zunehmende Informalisierung, wie Herrschaft in der EU und in der Eurozone funktioniert. Die Troika zum Beispiel ist eine informelle Gruppe. Es gibt keinen Vertrag darüber, dass die Troika existieren darf. Es ist in europäischen Verträgen nicht niedergeschrieben, dass es so etwas gibt wie eine Troika. Es steht übrigens auch nicht in der griechischen Verfassung, dass es eine Troika geben darf, die einfach regiert. Es wurden Ad-hoc-Gruppen geschaffen, wie zum Beispiel eine Zeit lang die sogenannte Gruppe de Frankfurt, die Frankfurt-Gruppe, die wichtig war dabei, Berlusconi abzusägen, wegzuputschen, im Jahr 2012 war das, glaube ich, plus Georgos Papandreou in Griechenland, der eine oder andere von euch von Ihnen erinnert sich vielleicht noch. Die Eurogruppe hat eine zunehmend wichtige Rolle erlangt im Zuge der Eurozonenkrise und wie Varoufakis ja ganz pointiert geschildert hat, die Eurogruppe ist eine informelle Gruppe.
Es gibt nur an einer Stelle in den europäischen Verträgen, wo die mit einem oder ein oder zwei Sätzen vorkommt. Aber es ist keine formelle Gruppe, es gibt auch keine wirkliche Tagesordnung bei diesen Treffen, es gibt keine Dokumentationspflicht, also keine Protokolle. Es ist eine informelle Gruppe, die aber sehr, sehr wesentlich ist, war und ist für die Gestaltung von europäischer Politik. Der Staaten innerhalb der EU und der Eurozone von einer zunehmenden Dominanz der Bundesrepublik mit ihren unmittelbaren Verbündeten Finnland, Niederlande, den baltischen Staaten bis hin eben zu einer europäischen Peripherie, die lange eben Troika verwaltet war, bis hin zum Extremfall Griechenlands, welches faktisch eine EU-Kolonie inzwischen ist, denn jedes einzelne Gesetz, was in Griechenland verabschiedet wird, wird in Brüssel abgezeichnet. Da gibt es eine Structural Adjustment Unit bei der Europäischen Kommission, also eine Abteilung für Strukturanpassungen. Der Chef der Kommissionsbeamte ist Martin Verwey, ein Niederländer. Und jedes einzelne Gesetz wird erstmal korrigiert, mit Anmerkungen versehen und abgezeichnet von ihm, bevor es ins griechische Parlament kommt. Das heißt nicht, dass wie im französischen Kolonialismus sozusagen ein Beamtenapparat aus Brüssel nach Griechenland geht und da alles übernimmt, sondern eher, es funktioniert eher wie das britische Indirect Rule. Also man hat dann so eine lokalen Leute, die dürfen regieren, aber die wesentlichen Entscheidungen werden doch sozusagen von einer kleinen Kolonialadministration gefällt. Also neue Institutionen, Informalisierung, Hierarchisierung und Bürokratisierung europäischer Politik. Denn dieses ganze System der Economic Governance läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass es zunehmend automatische Verfahren gibt, wie Haushaltspolitik gemacht wird, aber auch Wirtschaftspolitik gemacht werden soll, wie zum Beispiel diese Schuldenbremse, die eben ganz bestimmte Kennziffern hat und wenn bestimmte Kennziffern erreicht sind, muss es zwangsläufig zu gewissen Abbauplänen kommen, etc. etc. Das heißt, es gibt eine Bürokratisierung, Entpolitisierung von Wirtschaftspolitik. Und das Ganze zu bewerten und bündeln, also ich würde davon sprechen, und da bin ich sicherlich nicht ganz alleine, dass es eine autoritäre Transformation gibt der EU und der Europäischen Union und dass diese autoritäre Transformation sich also auf wirtschaftspolitischer Ebene, haushaltspolitischer Ebene sich sehr, sehr rasant fortentwickelt. Das ist allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt seit Mitte letzten Jahres das sogenannte Fünf-Präsidenten-Papier, ein Papier, welches Juncker geschrieben hat, gemeinsam mit Martin Schulz von der SPD, dem Europaparlamentspräsidenten, mit Mario Draghi von der EZB, Dijsselbloem als Chef der informellen Eurogruppe, plus Tusk als Präsident des Rates. Und die haben ein Papier geschrieben, welches einen Fahrplan darstellt für die weitere Entwicklung der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion. Da geht es darum, dass all diese Verfahren, die es gibt, zum Beispiel das europäische Semester, was ich so kurz angesprochen hatte, welches noch bisher nicht tatsächlich verbindlichen Charakter hat, also die Empfehlung der Kommission, was die Haushalte angeht, die haben noch keine Sanktionsmechanismen, es gibt auch keine Sanktionsmechanismen. All das soll verschärft werden. Was eingeführt werden soll, und das ist der einzige Punkt, der in der Öffentlichkeit schon mal eine größere Rolle gespielt hat, das sind sogenannte Wettbewerbsräte, die eingeführt werden sollen, und zwar unabhängige, sogenannte unabhängige Gremien sollen in jedem Mitgliedstaat eingerichtet werden aus Experten, die koordiniert werden von einer neuen Struktur der Europäischen Kommission, und diese Räte sollen erneut Empfehlungen erarbeiten
wie die Wettbewerbsfähigkeit der Länder verbessert werden kann. Und ein wichtiger Punkt sticht hervor, und das hat den Widerstand der Gewerkschaften schon auf den Plan gerufen, und zwar sollen dort auch Empfehlungen abgegeben werden für die Lohnentwicklung. Also sprich, es soll gekratzt werden an der Tarifautonomie, die ja durchaus auch grundgesetzlich verankert ist. Und diese Wettbewerbsräte mit ihren Empfehlungen haben da nicht unmittelbar Zugriff auf die Tarif, also auf die Verhandlungen, auf die Tarifautonomie, aber über verschiedene andere Mechanismen, wie zum Beispiel ein Fonds, der geschaffen werden soll, der die Staaten belohnt, die besonders harte Einschnitte gemacht haben, was Sozialabbau angeht, beziehungsweise besonders sich an die Empfehlungen gehalten hat dieser Kommission, die sollen dann belohnt werden mit zusätzlichen Geldern. Also es gibt ja schon die Idee für Mechanismen, die die Empfehlungen letztendlich von so einem ganz weichen Empfehlungscharakter durchaus etwas härteren Richtlinien umformen könnten. Und da gab es schon durchaus Protest vom DGB. Also solche Aspekte stehen drin im Fünf-Präsidenten-Papier. Auch eine weitere Liberalisierung der Finanzmärkte steht da drin mit dem Stichwort Kapitalunion. Denn was bisher unter Liberalisierung gelaufen ist, scheint ja noch nicht genug zu sein. Und die Effizienz der Finanzmärkte, naja, scheint immer noch wichtige Leitschnur zu sein. Oder die Vorstellung davon der Europäischen Kommission. Und da soll es also eine weitere Liberalisierung geben. Erste Schritte wurden bereits gegangen, was die Umsetzung des Fünf-Präsidenten-Papiers angeht. Die wesentliche Phase soll aber erst nach 2017 gestartet werden. In Klammern, ich würde sagen, nach den Wahlen in Deutschland und Frankreich. Und da soll es tatsächlich zu deutlichen Veränderungen der EU-Verträge kommen. Und eine weitere Zementierung der neoliberalen Wirtschaftspolitik durchgesetzt werden. Also es ist ein Prozess, der vor sich hin plätschert, der bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, der aber, glaube ich, ganz, ganz zentral ist für den weiteren autoritären Umbau der Europäischen Union. Ich möchte jenseits dieser neuen Economic Governance noch kurz hinweisen auf die Entwicklungen der europäischen Handelspolitik, weil die spielen für Attac eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähnlich wie die Economic Governance, die ganz bestimmte gesellschaftspolitische Interessen fest verankert in europäischen Verträgen, nämlich die Interessen der großen Konzerne, des Kapitals, ist es in der Handelspolitik letztendlich ähnlich. Es werden völkerrechtliche Verträge geschlossen, in denen die Interessen einer einzigen gesellschaftlichen Kraft, nämlich der transnationalen Unternehmen, fest verankert werden. Und in der Politikwissenschaft gab es unter dem Stichwort Neokonstitutionalismus eine Debatte darüber. Neokonstitutionalismus von neu und Konstitutionalismus von Constitution, also Verfassung. Denn, so die Analyse, nach einer ganz, ganz langen Phase der Schaffung von bürgerlichen Verfassungen, also letztendlich seit Ende des 18. Jahrhunderts, von bürgerlichen Verfassungen, die Schritt für Schritt das Ziel verfolgt haben, liberale, repräsentative Demokratien zu schaffen, mit A, Gewaltenteilung, B, bürgerlichen Rechten, politischen Rechten, gibt es eine neue Phase der Schaffung von verfassungsartigem Recht, in dem Gewaltenteilung und Menschenrechte, politische Rechte nicht mehr die Bedeutung haben, sondern im Wesentlichen eben die Interessen dieser einen kleinen, ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppe fest verankert werden sollen. Und zu diesen Strukturen gehört zum Beispiel dieses ganze System der Investitionsschutzverträge, von denen die meisten von euch sicherlich schon mal gehört haben, die auch beim TTIP so eine große Rolle spielen, dieses ISDS, Investor-State Dispute Settlement. Dazu gehört zum Beispiel die Welthandelsorganisation, dazu gehören aber auch die europäischen Verträge,
Denn die Grundsäulen der europäischen Verträge sind ja nicht Gewaltenteilung und Menschenrechte und politische Rechte, sondern die Grundsäulen sind Kapitalverkehrsfreiheit, Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungsverkehrsfreiheit und als vierter Punkt, der so ein bisschen herausfällt, ist Personenfreizügigkeit. Aber vor allem sind diese drei Punkte, das sind die Säulen des europäischen Rechtes und das sind sicherlich Säulen, die nicht im Interesse einer breiten Bevölkerung sind, sondern im Wesentlichen einer bestimmten Kapitalfraktion zuzuordnen sind. Und wenn man das zusammenführt, also diese Entwicklung einer internationalen Welthandelsordnung über die Welthandelsorganisationen, internationalen Investitionsrechts plus die Schaffung der europäischen Verträge und jetzt dieser neuen Economic Governance, denke ich, kann man mit Fug und Recht davon sprechen, dass es so etwas gibt wie einen autoritären Neokonstitutionalismus, der eben diese lange Phase zu einem Ende bringt, die es eben gab ab Ende des 19. Jahrhunderts bis vielleicht in die 1990er Jahre. Und an diesem historischen Punkt stehen wir, denke ich, uns mit diesem Autoritarismus auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich ganz schön schwierig, das zu tun, angesichts dieser gewaltigen Dynamik, dieser Prozesse. Aber natürlich gibt es Bewegungen, die dagegen agieren, in Deutschland insbesondere die Bewegung gegen TTIP, die meines Erachtens noch viel mehr sozusagen so einen breiteren Blick haben sollte auf das, was da passiert und nicht zu sehr sozusagen das einzelne Vertragswerk im Blick haben sollte, sondern insgesamt diesen autoritären Neoliberalismus in den Fokus mitnehmen sollte. Sondern es gibt in den Bewegungen, die in den letzten Jahren erfolgreich waren in Europa, denke ich, ein starkes Bewusstsein oder ein starkes, vielleicht kein explizites Bewusstsein, eine Wahrnehmung dessen, was auf dem Spiel steht und die wesentliche gesellschaftliche Dynamik von links, die es ja gab, wurde gestartet in Spanien mit dieser Platzbesetzung auf dem Patio del Sol 2011, 15. Mai. Daraus hat sich dann ja unter anderem Podemos entwickelt, aber diese Platzbesetzungsbewegung, die ja auch in Griechenland stattgefunden hat, war die Grundlage dafür, dass Syriza entstanden ist. Und der ursprüngliche Slogan dieser Bewegung war ja Demokratia Realia, also reale Demokratie jetzt. Und ich denke, das ist eben das, was auf dem Spiel steht, die Frage von realer Demokratie, weil wir eben an einem Punkt sind, dass diese liberale, repräsentative Demokratie, die also nie besonders liberal eigentlich war und nicht besonders repräsentativ, die aber trotzdem gewisse Interessenskompromisse ermöglicht hat, dass die eben massiv auf der Kippe steht. Und genau darauf, denke ich, müssen wir eine Antwort finden. Und insbesondere, wenn man sich die letzten Wochen nochmal anschaut, wie die Stimmung in der Bundesrepublik war und welche gesellschaftlichen Kräfte da intakt vorgegeben haben, dann waren das eben die rechten Kräfte, die das im Wesentlichen getan haben, AfD, Pegida etc. Obwohl so viele Leute des, ich würde sagen, linken gesellschaftlichen Lagers oder emanzipatorischen Lagers, Hans-Jürgen Obermann von der IG Metall, spricht von Mosaiklinken, auf der Straße waren. Also wenn man sich das Jahr 2015 noch mal vor Augen führt, dann glaube ich, also zumindest in meiner politisch wachen Zeit, gab es kein Jahr, in dem so viele Menschen auf der Straße waren. Zum einen die Bewegung, die ganze Zeit Nazi-Aufmärsche, Pegida-Aufmärsche, Hogesa-Aufmärsche blockiert hat, in einem ganz hohen Rhythmus in allen möglichen kleinen, großen Städten. Dann diese ganze Bewegung der Willkommenskultur, die sehr, sehr viele Leute mobilisiert hat, plus dann diese 200.000 plus x Leute gegen TTIP. Und davor gab es im April ja auch einen Aktionstag gegen TTIP, 18. April war es, glaube ich, mit 500 Aktionen oder so in der Bundesrepublik. Also eigentlich unglaublich viele Linke von links, aus dem emanzipatorischen Lager, dem linksliberalen Lager, auf den Beinen, auf der Straße. Und trotzdem ist es bisher uns nicht gelungen, den Takt vorzugeben, sondern das tun andere. Und genau das müssen wir versuchen, in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, zu drehen, weil Dinge sich beginnen eben zuzuspitzen und zu verhärten in eine eher autoritäre Art und Weise. Und an der Stelle mache ich jetzt erstmal
ein Punkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Fragen, Kommentare, ganz andere Meinungen. Wir eben gerade an einem Wendepunkt stehen, ob wir die Demokratie, so wie wir sie kennen und schätzen und die aber noch lange nicht reicht und noch viel besser ausgebaut werden müsste, überhaupt noch behalten können oder ob sie nicht demnächst komplett abgebaut wird. Also ich möchte jetzt alle bitten, sich an dem Gespräch zu beteiligen, auch Verständnisfragen zu stellen und möchte auch darauf hinweisen, also Alexis Pasadakis wird am Nachmittag nochmal einen Workshop halten, wo man so detaillierte Fragen zum Fünf-Präsidenten-Papier auch noch stellen kann. Okay, damit wäre jetzt die Fragerunde eröffnet. Drei Nachfragen an dich. Würde mich interessieren, deine Einschätzung, welche Hoffnung ist für dich das Europäische Parlament? Welche Hoffnung ist für dich das neue Linksbündnis in Spanien? Und welche Hoffnung ist für dich Diem, Varoufakis, Lafontaine, Frankreich, Kräfte, die jetzt sich bilden nächstes Wochenende in Berlin, eine europäische Bewegung für Democracy in Europe Movement, nennen sie sich Diem. Die drei Nachfragen. Gibt es irgendwo eine Dokumentation über diese, also inoffiziellen Regierungsorgane, die da geschaffen werden, ist diese Common Government, also wann die entstanden sind und welche Beschlüsse die gefasst haben, und dass man das einfach nicht so allgemein da hat, sondern dass man wirklich dokumentieren kann, dieser und dieser jene Beschluss und der bedeutet das und das wird in Griechenland zu dem, dass man das halt, wenn man das anderen Leuten beibringen möchte, dann wirklich mit Fleisch darstellen kann. Weil sonst, also für mich ist es ziemlich schwierig, ich kann nicht so, da sind da so viele komplizierte Texte, da muss man sich ja durcharbeiten als Nicht-Jurist und da hast du überhaupt keine Chance. Da bräuchte man bei Geschäfts- und Wirtschaftsexperten, die das halt aufbereiten können. Gibt es sowas oder könnte man sowas eventuell machen? Ja, eine ganz praktische Frage. Also es ist in der Tat eine große, große Lücke. Das ist anders jetzt als im Fall von TTIP, wo es sehr, sehr viel gutes Material gibt, sowohl sehr detailliertes als auch eher didaktisch aufbereitetes Material. Das gibt es zu dieser ganzen Economic Governance und zu dem Agieren und Funktionieren der Troika wenig. Also was vielleicht eine ganz gute Adresse ist, ist die Arbeiterkammer Wien. Die haben eine ganz gute Website und da gibt es ganz gute Texte, Broschüren teilweise auch. Also das wäre sozusagen einfach als Tipp für alle eine ganz gute Adresse. Genau, Renate, zu den unterschiedlichen Akteuren, die du genannt hast. Nun, also das Europäische Parlament, was ja kein echtes Parlament ist im eigentlichen Sinne, also das Europäische Parlament hat ja kein Gesetzesinitiativrecht etc. etc., sondern wirkt mit, ja, an der europäischen Gesetzgebung, aber es ist halt kein echtes Parlament, spielt eigentlich kaum eine Rolle bei der Fortentwicklung der Europäischen Union, bei dieser ganzen Entwicklung der europäischen Governance, was die Troika angeht, hat das keinen wirklichen Effekt. Außerdem ist klar, dass das Europäische Parlament die Machtverhältnisse abbildet, wie sie eben in den Mitgliedstaaten im Wesentlichen da sind. Sprich, man hat eine große Koalition, die da unterwegs ist, faktisch. Also die Konservativen und SPD, Martin Schulz, machen im Wesentlichen alles zusammen. Von daher würde ich da wenig Hoffnung setzen, dass das sozusagen ein Gremium ist, von dem irgendein Impuls ausgeht in eine andere Richtung. Gar nicht. Es hat durchaus historische Punkte gegeben, an denen es glückliche Konstellationen gab. Einige von euch erinnern sich vielleicht an ACTA, dieses Handelsabkommen zum Thema Datenverkehr, Datenschutz und so weiter und so fort. Das ist ja zu Fall gebracht worden im Europäischen Parlament aufgrund einer ganz bestimmten Konstellation von Kräften. Da haben auch die Liberalen irgendwie dagegen gestimmt. Das hat also funktioniert, aber das sind eher seltene Momente. Wie die Kräfteverhältnisse jetzt eben sind, wird auch CETA dort durchgestimmt werden. Würde sicherlich auch TTIP durchgestimmt werden. Klar, wir wollen natürlich versuchen, das zu verhindern.
Aber die Machtverhältnisse sind eigentlich relativ eindeutig große Koalitionen, wie in der Bundesrepublik. Also zu Spanien, also ich bin kein Spanien-Experte, nur Folgendes, also trotz inzwischen 7 Jahre Krise, enorme Arbeitslosenzahlen, sind die Podemos-Ergebnisse und auch von anderen linken Parteien ja nicht durch die Decke gegangen, ne, sondern sind in einem, naja, insgesamt ja, 25% Bereich verblieben. Klar ist, dass das bisherige System in Spanien, was aus mehr oder absoluten Mehrheitsregierungen im Wesentlichen bestand, von auf der einen Seite Konservativen, auf der anderen Seite Sozialdemokraten, Sozialisten, dass das nicht so weiter funktioniert. Das heißt, dass es Koalitionsregierungen gibt und es gibt schon eine Erschütterung des politischen Systems, aber es gibt also keine tatsächliche Dynamik, würde ich sagen, sondern so eine, ja, eine instabile Situation, Austeritätspolitik wird nicht mehr so 1:1 durchgesetzt werden können, das sicherlich nicht. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es so einen Punkt geben wird, an dem es so einen Widerstand gibt, dass die Europäische Zentralbank wieder sich genötigt sieht, zu agieren. Wenn es aber doch so einen Punkt gibt, dann wird die Europäische Zentralbank im Wesentlichen so agieren im Fall wie Griechenland. Wird dafür sorgen, dass das spanische Bankensystem unter Druck gesetzt wird, indem also umgestellt wird von normaler Kreditversorgung auf Sonderkreditlinien, die teurer sind und damit und die auch regulierbar sind, was sozusagen die Menge angeht und damit ein Bankensystem zum Kollaps bringen können, so wie das in Griechenland passiert ist, beziehungsweise wie das in Griechenland passiert ist, dass den Banken verboten wurde, griechische Staatsanleihen dann zu kaufen, um auf der einen Seite die Regierung unter Druck zu setzen, auf der anderen Seite auch die Handlungsspielräume des Bankensystems einzuschränken. Das ist der Instrumentenkasten, den die Europäische Zentralbank hat und der ist weiterhin da. Und sie haben es in verschiedenen Fällen angedroht, ihn zu benutzen. Bereits 2010 im Fall von Irland zum Beispiel, weil es durchaus einen Zeitpunkt gab, an dem die irische Regierung gesagt hat, sie ist sich nicht sicher, ob sie wirklich das komplette Bankensystem retten soll. Da hat die Europäische Zentralbank Druck gemacht. Genau, also solange es nicht eine Bewegung gibt, die grundsätzlich diese Form von Eurozonensystem in Frage stellt, mit eben diesem mächtigen Akteur EZB, ist es schwierig, da auf einen anderen Pfad zu kommen, meines Erachtens. Schon fast zu lange geredet, ganz kurz noch, diese neue Initiative von Varoufakis, die er am 9. Februar in Berlin der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Es geht Varoufakis um eine Demokratisierung der Europäischen Union und der Eurozone. Die Vorschläge, die er auf den Tisch gelegt hat, beziehen sich stark auf Fragen von Transparenz zum Beispiel. Sie beziehen sich auf eine andere Rolle, eine stärkere Rolle, eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Sie beziehen sich darauf, dass es einen europäischen Konvent geben soll für eine neue Struktur der EU und der Eurozone. Das sind alles Forderungen, die eigentlich schon sehr, sehr lange immer wieder in linksliberalen Kreisen diskutiert werden und besprochen werden. Erinnert mich sehr stark auch an das, was Habermas letztendlich sagt. Meines Erachtens ist es keine tatsächlich grundsätzliche Infragestellung, insbesondere des Eurozonensystems, was man, glaube ich, tun muss, wenn man zu einer anderen Form von sozialen Wirtschaftspolitik kommen möchte in der EU. Zweitens, finde ich, steckt auch keine tatsächliche Strategie dahinter, wieso so etwas durchsetzbar sein soll, weil es eben schon mehrmals Anläufe gab, so etwas zu tun. Also sprich, innerhalb des existierenden Rahmens zu etwas grundsätzlich anderem zu kommen. Also ich würde ja schon vertreten, dass sich Veränderungen eher über Brüche ergeben. Also sprich, dass einzelne Staaten oder Staatenkonstellationen sagen, sie machen hier und dort nicht mehr mit, anstatt dass sozusagen innerhalb des existierenden Rahmens plötzlich ein neuer Konvent auf der Grundlage welcher Kräfteverhältnisse, die sehe ich nicht, dann zu einer ganz anderen europäischen Verfassung kommen würde. So, deshalb bin ich da sehr skeptisch, aber grundsätzlich ist es natürlich gut, wenn die Frage von Demokratie immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird.
Aber ich glaube, es hat seine Grenzen. So würde ich es im Moment einschätzen. Aber vielleicht gibt es andere Meinungen dazu. Ja, ich fand deinen Vortrag jetzt sehr interessant, aber nach wie vor habe ich das Gefühl, dass du sehr, sehr euroskeptisch bist oder EU-skeptisch. Hast du eine andere Idee, wie es anders aussehen sollte? Und das wäre das eine. Und zum anderen, hast du hauptsächlich jetzt Programmpunkte genannt, die in den letzten 10 Jahren im Programm bis 2010 erwähnt worden sind, aber das Programm Horizont 2020 kam jetzt überhaupt nicht vor bei dir, was da die Leitlinien sind, weil da gibt es Programme von Bürgerinnen für Bürger, es gibt sozusagen Initiativen, die Demokratieprozesse stärken sollen, und da habe ich jetzt irgendwas vermisst, dass da überhaupt nichts kam. Also was jetzt eigentlich seit der neuen Förderperiode 2013 passiert und was entwickelt worden ist von 2010 bis 2020 am Programm der EU. Alexis, du hast ja sehr gut dargestellt, dass die Verfassungswirklichkeit stark beeinträchtigt wurde, verändert würde durch das, was man da alles vorhat. Also bei TTIP, durch TTIP, und die Diskussion ist ja dieses ISDS-Verfahren, also die Einführung einer Paralleljustiz zwischen Amerika und der EU. Diese Paralleljustiz gibt es ja in anderen Bereichen schon länger, aber die würde damit für diesen wichtigen Wirtschaftsblock eingeführt. Das ist viel diskutiert worden. Daraufhin hat Gabriel ja geantwortet mit einem Gegenvorschlag in Anführungsstrichen, einen internationalen Handelsgerichtshof zu schaffen. Und das ist von der EU-Handelskommissarin Malmström auch angenommen worden. Nun steht der aber nicht drin in dem CETA-Vertrag, über den ja demnächst am 13. Mai schon der Ministerrat der EU, also die Wirtschaftsminister, eine ganz wichtige Vorentscheidung treffen werden. Meine Frage an dich ist eigentlich, wie erklärst du dir, dass, obwohl es gegen diese Paralleljustiz ISDS so viel Widerstand gab, also bis hin in die Medien hinein, ich erinnere daran, dass Heribert Prantl im Mai 2014 diese Paralleljustiz als eine Perversion rechtsstaatlichen Denkens bezeichnet hat, die globalisiert werden soll. Jetzt diese Handelsgerichtshöfe sind ja überhaupt keine Antwort darauf. Wie erklärst du dir, dass es so wenig Widerstand in den Medien dagegen gibt? Sie haben uns gezeigt, wie die Macht von Konzernen durch Entscheidungen in der EU und in unseren Regierungen, wie die immer stärker wird auf Kosten der Zivilgesellschaft und wo es um wirtschaftliche Interessen weniger geht. Haben Sie auch Untersuchungen und Analysen, wo aufgrund von zivilgesellschaftlichem Handeln Macht der Konzerne schwächer wurde? Ich denke da an den Bereich der Energiewirtschaft. Also die vier Großen, RWE, E.ON und die anderen, stehen ja bei weitem nicht mehr so mächtig da, wie sie das vor 4 Jahren noch waren. Vielen Dank. Ich fange einfach mal hinten an. Macht der Konzerne. Also natürlich, es gibt immer wieder soziale Bewegungen, die Erfolge erzielen, gar keine Frage. Und die sogenannte Energiewende ist sicherlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die großen Konzerne durchaus ins Schleudern kommen und dass die Kreditwürdigkeit dieser Unternehmen massiv leidet und die Aktienkurse 60%, 70% eingebrochen sind im Laufe der letzten 4 Jahre zum Teil, also bei RWE zum Beispiel ganz, ganz massiv. Aber auch im Bereich Handelspolitik sind immer wieder Projekte gescheitert. Also wenn man in die Geschichte guckt, auch gerade der globalisierungskritischen Bewegung, 1998 das MAI, das multilaterale Investitionsabkommen, was eben so einen Investitionsschutz für alle OECD-Länder etablieren sollte. Das ist aufgrund von Protesten gescheitert. Es sollte eine gesamtamerikanische Freihandelszone geschaffen werden. Da haben soziale Bewegungen aus Lateinamerika es geschafft, dies zu verhindern.
Die Freihandelsabkommen zwischen den EU und afrikanischen Staaten wurden sehr, sehr lang hinausgezögert, dann letztendlich doch aufgrund von Druckerpressungen durchgesetzt, aber der Weg war länger, als viele gedacht haben. Also es gibt natürlich immer wieder Erfolge und ich bin mir auch sicher, dass wir zumindest Teilerfolge bei TTIP erzielen werden. Und es ist durchaus noch nicht ausgemacht, dass Gabriel, Merkel und Co. Und auch die EU-Kommission TTIP wirklich dann durchsetzen werden können. Aber Teilerfolge sind definitiv drin. Das denke ich schon, wenn der Druck sich so weiterentwickelt, wie er es bisher getan hat. Also es gibt immer wieder Beispiele. Man darf durchaus, oder man soll sich auch diese Erfolge genau anschauen, warum es geklappt hat und wie es geklappt hat. Und ich denke, wir können die auch wiederholen. Zum Thema Investor-Staat-Schiedsverfahren bzw. diesem neuen Modell des öffentlichen Handelsgerichtshofs. Das ist ein Ablenkungsmanöver von Gabriel, der das sehr, sehr geschickt eingefädelt hat, sozusagen der Kritik an dieser Paralleljustiz einige Spitzen zu nehmen. Letztendlich bleibt es sehr, sehr ähnlich und also ISDS, wie es bisher war, das Klassische, ist eben eine sehr, sehr große Katastrophe und öffentlicher Handelsgerichtshof nur eine sehr große Katastrophe. Also ist eigentlich kaum Unterschied, aber zur Beruhigung der SPD hat es offensichtlich gereicht, des Funktionärsapparats bisher, und deshalb wurde das lanciert. Ich glaube, dass es also keinen tatsächlichen Willen gibt, so etwas zu etablieren, also weder von der Europäischen Kommission noch von der Bundesregierung. Also man muss sich daran erinnern, ganz am Anfang von TTIP war das deutsche Wirtschaftsministerium gegen ISDS, weil denen das nicht scharf genug war und sie Angst hatten, dass der harte deutsche Standard, der bilaterale, den es eben gab, verwässert wird. Genau das ist jetzt passiert, so. Ich glaube aber nicht, dass jetzt das Wirtschaftsministerium denkt, ja, der öffentliche Handelsgerichtshof ist wirklich eine gute Idee, sondern genau, das stellt man eben ins Schaufenster, um den Widerstand sozusagen zu schwächen, zu verwirren. Was die Medien angeht, ich glaube, du kennst dich viel, viel besser aus mit der internen Struktur von Medien in der Bundesrepublik. Nein, in der Tat haben sie das bisher kaum aufgegriffen, diesen sozusagen neuen Skandal des öffentlichen Handelsgerichtshofes, der das gleiche in anderer Verpackung ist. Das ist bedauerlich, aber klar, ich meine, wenn man weiß, wie die Landschaft strukturiert ist, auf den privaten Medien plus den öffentlich-rechtlichen, die sehr, sehr stark eben durchaus auf Regierungslinie liegen, ist das, glaube ich, kein Wunder, dass das nicht aufgegriffen wurde. Ein Wunder ist eher, dass wir bisher so gut durchgedrungen sind mit dem Widerstand und sehr, sehr viele Medien kritisch Bericht erstattet haben. Auch wenn das jetzt abgenommen hat, gerade bei dem Punkt, nicht stattgefunden hat, aber da haben wir trotzdem eine ganze Menge bewegt, denke ich. Ganz kurz zum ersten Punkt. Meiner Einschätzung nach hat die Einführung des Euro die neoliberale Verfasstheit der Europäischen Union weiter radikalisiert, hat letztendlich das Binnenmarktprojekt weiter vorangetrieben, damit die Konkurrenzdynamiken weiter befeuert, hat die Ungleichentwicklung innerhalb der Mitgliedsländer der Eurozone weiter verschärft. Also der Euro war eben nicht, so wie das immer erzählt wurde, ein Instrument, um Volkswirtschaften, Gesellschaften, Menschen näher zusammenzubringen oder für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen, sondern im Gegenteil. Der Euro hat dazu geführt, dass sozusagen das Terrain weiter vereinheitlicht wird, sprich also sozusagen die Konkurrenzdynamiken schärfer durchschlagen und damit zu einer Spaltung geführt,
in dem Sinne, dass die Volkswirtschaften ungleicher geworden sind in ihrer Entwicklung, dass also die Zentren gestärkt wurden, insbesondere die deutsche Ökonomie, dass die Peripherie geschwächt wurde und dass auch die Spaltung zwischen Arm und Reich sowohl innerhalb der Gesellschaften als auch innerhalb der gesamten Eurozone weiter zugespitzt hat. Und deshalb ist das Eurozonensystem so wie existiert ein Problem, plus dass die Europäische Zentralbank ein enormes Machtinstrument ist, jenseits jeglicher demokratischer Kontrolle. Und die EZB kann eben Volkswirtschaften an- und ausknipsen mit ihren Instrumenten, indem sie Regierungen den Zugang verweigern können zu Finanzierung, indem sie eben Banken verbieten, Staatsanleihen aufzukaufen, und sie können Bankensysteme zum Kollaps bringen. Und ich glaube, um eine einigermaßen demokratische Gesellschaftsordnung zu haben, kann man nicht mit so einer Zentralbank weitermachen, sondern da braucht es eine ganz andere Form von Zentralbankensystemen. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass man anstelle dieses Eurozonensystems ein anderes System setzen sollte, und dass eine Transformation oder ein Abschaffen des Eurozonensystems eines unserer Ziele sein sollte. Aus wirtschaftspolitischen Gründen, sozialpolitischen Gründen und demokratiepolitischen Gründen. Dann hattest du noch auf irgendetwas verwiesen von Förderprogrammen der EU, da war mir nicht so ganz klar, was du damit meintest. Seit 2010 bis 2020, heißt es von 2020, und da sind unterschiedliche Programme. Zur Förderung der Zivilgesellschaft. Richtig. Ja. Also die haben ja einen bestimmten Kerngedanken, also man hat ja bestimmte Sachen erkannt, die falsch sich entwickeln. Und von denen hast du jetzt überhaupt nichts genannt, sondern ja, du hast ja sozusagen bei der letzten Periode aufgehalten. Ja. Und das hat mich jetzt ein bisschen irritiert oder... Ja. Also es gibt eben ein, wie ich das mal nennen möchte, ein europäisches Staatsapparate-Ensemble. Da gibt es die Europäische Zentralbank, da gibt es die EU-Kommission, es gibt das Parlament, etc. etc., noch einiges andere. Und die EU-Kommission ist auch ein sehr heterogener Apparat. Da gibt es ja, also wie viele Generaldirektionen gibt es? 13. Vermindert worden sind die. Ne? Es gab früher mal 20, die sind eingedampft worden. Und da sind natürlich auch in den unterschiedlichen Generaldirektionen unterschiedliche Interessen sedimentiert. Und die haben ja auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Und natürlich gibt es von der Europäischen Union zum Beispiel einen Strukturfonds, der eben Förderung betreibt von Projekten, was auch immer, Infrastruktur in wirtschaftlich schwachen Gebieten. Es gibt Programme zur Förderung der Zivilgesellschaft, die fallen aber nicht tatsächlich ins Gewicht, also sowohl finanziell, was sozusagen die Reichweite betrifft, als auch politisch und strategisch, sondern es gibt eben zentrale Generaldirektionen, Wettbewerb, Handel, es gibt ein Apparat des Kommissionschefs selber, das sind letztendlich die Parameter setzen und die wesentlichen Entwicklungen vorantreiben, und das sind eben nicht andere Generaldirektionen, die es sicherlich auch gibt, aber keine Rolle spielen und die total gute Programme haben, aber die einfach nicht ins Gewicht fallen von ihrer Reichweite her. Ja, ich danke dir, Alexis Fassadakis. Ich denke, wir müssen die Fragerunde beschließen, weil wir wollen alle unseren Kopf ein bisschen lüften, bevor der nächste Vortrag stattfindet. Draußen gibt es Kaffee und Kekse. Und ich bitte alle nochmal...